Ja, das war jetzt nicht so toll. Aber gut, wo ist der letzte Speicherstand? Der wird sein, bevor wir das Ding betreten haben. Nein. Okay, laden. Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Ich dachte, der Autosave nur, wenn man Dungeon betritt und nicht zwischendrin auch mal. Aber anscheinend speichert er sogar vor Kämpfen. Was natürlich irre praktisch ist und zu Safe-Scamming einlädt, aber für uns ist es ganz gut jetzt. Also meckere ich da mal nicht. Wir wollen also unbedingt die Luftelementare da hinten ignorieren. Die sind sehr, sehr garstig. Luftabwendung war gerade weg. Ja, okay, selbst mit Luftabwendung wäre das da echt, ne? Nee, 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 nee. So, das Ding kann weg. Hier ist böse. Ausrufezeichen. Das heißt, wir gehen jetzt in den nächsten Bereich und hoffen, dass es da eher unsere Kragenweite ist. Darum, 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 hier und Stufe 2. Aber schön. Ist echt schön. Also wir können jetzt diese Etage nicht machen. Wir gehen erst in eine andere, versuchen da das zu machen, was wir können. Und dann später kommen wir dahin zurück in die dritte Etage, um dann da weiterzumachen. Und dann, wenn wir das ganze Ding hier irgendwann durch haben, müssen wir später, selbst wenn wir in Akt 2 schon bei der Hälfte oder so sind, nochmal in Akt 1 zurück, um da dann die Drachen und die Zyklopen zu versuchen. Also sehr schön viel hin und her und Sandbox-artig. Das haben sie richtig gut gemacht. So, hier kam der her. Ah, wo kommt ihr denn her? Oh, es werden mehr. Warum konnte ich die jetzt plötzlich sehen? Wurden die nicht geladen oder haben die sich versteckt? Ich buff erstmal. Oh, okay. Ich hätte einen Schritt weniger. So. Arcane-Abwendung brauchen wir nicht. Wir brauchen Pew. Wir brauchen Pew. Steinhaut, ja, okay. So, weg mit dir. Feuerball will er irgendwie nicht. Oder habe ich den aus Versehen weggeklickt? Der hatte so eine kurze Reichweite. Das war ein bisschen lästig, ja. Meuchler weg. Du stehst alleine auf dem Feld, wenn ich es richtig sehe. Also du weg. Wir sollten einen Schritt vorwärts machen und dann Feuerball da reinhauen. Piu. Was? Warum haben wir so viele gerade Schaden bekommen wegen einem Pfeil? Oder waren das nur verschiedene Schadensarten? Sehr komisch. Na gut, ich mach mal Schritt zur Seite. So, Feuerball. Ritzel. Hauen. Vergiften. So, warten, 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 warten. Warten, 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 warten. Genau. Britzel. Feuerball. Gift. Und die da bitte hauen. Zack. Erledigt durch Gift. Wer kriegt dann die Erfahrungspunkte? Müsste ja eigentlich Allen sein, ne? Weil sie den Giftzauber gesprochen hat. Aber ja, schlafen. So. Und flüsternde Schatten nicht vergessen. Alles nochmal abgehen. Ich will kein Secret verpassen. Aha. Zauber. Gib mir Loots. Du bist kein Loot. Gelobt sei Sa'elam, ihr habt mich gefunden. Ich habe ein altes Fresko studiert und dabei den Mechanismus irgendeiner Falltür ausgelöst. Großmeister des magischen Fuki? Ich habe eine Theorie, was das Ende der Shantiri angeht. In den Geschichtsbüchern wird behauptet, alle Shantiri seien in einer einzigen Nacht verschwunden. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Schließlich sind viele Bewohner von Talan Nachkommen der Shantiri.
Nein, ich glaube, dass die Kultur der Gentile ausgelöscht wurde, aber nicht das Volk. Und wenn meine Ahnung stimmt, dann gibt es nur eine einzige Art von Magie, die in der Lage ist, Menschen ihre Kultur vergessen zu lassen. Und das ist die leere Magie. Doch wurde sie von den Engeln oder den Gesichtslosen in ihrem sinnlosen Krieg eingesetzt? Oder vielleicht sogar von den Shantiri selbst, in einem törichten Versuch, sich zu retten? Ich würde sehr gerne die Wahrheit herausfinden. Boah, okay. Also Großmeister für den Fokus. Das dauert noch eine ganze Ecke. Haben wir noch ein Secret gefunden? Ja, haben wir. Secret im Secret. Sehr gut. Du. Wo ist bestimmt nur eine Ver. Nee, hier ist eine Kiste. Oh, sehr schön. Also, wir haben Secrets, wir haben Secrets und Secrets. Jetzt fehlen noch Secrets und Secrets und Secrets. Aber das wäre wahrscheinlich doch zu abgefahren. Ich bin auf jeden Fall schön, dass es die jetzt schon mal gibt. Und wir sollten sie markieren als GM Fokus. Klick. So, hier ist aber nichts mehr und du musst bitte das neu zaubern. So, du bist offensichtlich der Feuer, das Feuerbereich Dingens. Tong. Kiste. Hier ist ein. Oh, was war das? Also, nur irgendwelche Körperteile oder so. Wasser? Au. Au. Vergiftet? Ne, geschwächt. Okay, du. Feuerball. Wurzeln. Töten. Töten. Wusch. 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 Oh. Wo? Wo kommt denn der? Hauen. Feuerstrahl, Wurzel, Britzel. Jetzt alles schön auf das Feld da. Achso, wir haben eine Runde geschenkt bekommen. Nee, du. Schieß und Britzel und das da. Jetzt alle auf das Feld. Genau. Sehr schön. Zack, 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 zack. Er trifft echt nie. Gift. Au, 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 au. Ist sogar Elite dabei. Hat man nicht so wirklich gemerkt. Scherbe der Erde. Damit können wir wohl in den Erdbereich. Aber erstmal schlafen. Und Geheimnisse suchen. Und du führst schon im Bereich 1. Ja, tust du. Nö, 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 nö. Oh, Secret? Secret. Knall, Peng, Bumm. Piratenarmbrust, die ziemlich abgefahren aussieht. Und Tränke. Sehr schön. Das ist die Wassertür. Also Wasser und Feuer sind auf Ebene 2. Merken. Große Tür. Oh. Ausgang. Ah, stimmt. Das ist jetzt der Ausgang, wo Talana damals als einzige Überlebende der Presse-Release-Version rausgetorkelt ist und dann zu Gegnern gekommen, die sie one-hitten konnten. Ja, fast. Gucken wir mal. Also theoretisch müsste da jetzt eine zerfallene Brücke sein. Wir dürften nicht rüberkommen ohne Schalassas Segen. Ich höre schon mal Wasser, das ist gut. Na komm, Spiel. Jo. Geht nicht rüber. Ohne Schalassas Segen kommt ihr nicht weiter. Okay, dann wieder rein.
Jupp, wir wollen die Schmiedewelt bewegen, betreten. Haben auch nicht wirklich eine Wahl. So, also müssen wir jetzt doch in Ebene 1. Und da in den Erdbereich finden. In den Erdbereich rein. Gucken, was passiert. Wahrscheinlich kriegen wir im Erdbereich dann die nächste Scherbe. Ich denke mal, die werden uns zickzack schicken. In Ebene 1 den Erdbereich, in Ebene 2 Feuerbereich, in Ebene 1 Luftbereich und dann. Obwohl der Luftbereich könnte auch. Genau, Gerogon wollte auch mal was über die Chantiris sagen. Obwohl der Luftbereich könnte auch in Ebene 3 gewesen sein, da wo die Luftelementare waren, die Elite-Dinger. I feel stronger. Du Zauber bitte mal. Hattest du nicht Licht gekauft? Nee, hattest du nicht. Hier müssten doch. Ah, es ist unnatürlich dunkel hier. Ja, definitiv unnatürlich. Du hast gar kein Feuer mehr. Du bist keine Feuermagierin mehr. Du bist jetzt Feuermagier. Du hast keinen Fackelspruch. Du. Da bewegt sich jemand. Hallo, Chakrams. Dunkelsichter. Klick. Ja, ist definitiv dunkler geworden. So, jetzt alles schön auf einmal. Brezel. Feuerball. Gift. Und du versuchst ihn zu spalten, aber das schaffst du nicht. Kaputt. Kaputt. Wow, Crit, sehr schön. Elite-Schleicher. Und macht die doofe Nachtsicht weg. Dunkelsicht, die ist sehr komisch. Ja? Oh. Hallo? Warte mal, wir machen es mit dem Blab. Ein, zwei Punkte da, ein da, ein da. Fähigkeiten, Luft bist du schon recht hoch. Primärmagie, ja. Oder magischen Fokus so zwischendurch, mal ein bisschen auch für Crits gerade. Dunkelmagie wolltest du auch hochbringen, aber nicht ganz so sehr wie Primärmagie. Wegen dem hier, also Schutz gegen alles, was schon mal sehr cool klingt. Und auch, also ja, der Spruch würde auch länger halten, aber ist nicht ganz so wichtig. Der Spruch, dass wenn Leute zaubern, dass sie Schaden nehmen, das war auch Primärmagie. Also das ist jetzt plus 4 auf alles. Gucken wir mal. Plus 4 auf alles. Du bist gar nicht aggressiv, ja? Mysteriöser Elf. Dann seid ihr also Morgens Hunde. Ihr seid stärker, als ihr aussieht. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Wer seid ihr? Wer ich bin? Typisch, als würde die Identität eine Rolle spielen. Was eine Rolle spielt, meine Freunde, ist die Frage, wofür wir stehen. Schmerzen, Liebe, Vergeltung, Hoffnung. Das sind die Dinge, die ich bin. Glaubt ihr, mich interessieren eure Namen? Mich interessiert nur, was in euch steckt. Aber ich sehe nur Gier und Eitelkeit. Mal gucken. Schickt euch König Varniel. Varniel? Ja, das könnte man sagen. Ja, König Varniel, sein Wille und seine Handlung haben die Ereignisse in Gang gesetzt, die dazu geführt haben, dass ich heute hier bin. Also ist er nicht von ihm geschickt worden? Was? Alle fangen an zu schreien. Meine Anwesenheit hier ist nicht länger erforderlich. Das war unterhaltsam. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. Sehr komisch. Also wenn das ein Bösewicht sein sollte, war es ein sehr peinlicher Bösewicht.